Ich habe dieses nette Geschenk bekommen, und zwar ein steinzeitliches Everyday Carry Messer. Selbstgemacht vom Cree, komme dann gleich dazu, in einer Lederhülle. Sehr kompakt, sehr leicht, leider nicht ganz so schnittig wie moderne Messer, aber es hat was. Und wenn du mit mir eine kleine messerphilosophische Reise begehen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du dabei bist. Dieses wunderschöne Geschenk habe ich vom Cree bekommen. Der ist von Wilde und beziehungsweise Grüne Pfade, so richtig, und Living Skills. Das ist ein steinzeitlich orientierter Wildnispädagoge, Survival Trainer, und ja, der macht auch Messer, macht unterschiedlichste Flintknapping-Projekte, hat mir auch dieses wunderschöne Sweatshirt da geschickt. Also der ist durch und durch Flintknapper, Atlatl-Schießer. Und der hat mir das geschenkt. Dankeschön dafür. Ich werde mich revanchieren, aber das ist ein anderer Punkt. Und dieses kleine Everyday Carry Messer ist natürlich sehr, sehr basic. Ja, sehr, 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 sehr back to the root. Ne? Zurück zu den Wurzeln. Ja, Leder darüber gegeben, dass man es besser halten kann. Das glaube ich, dass das auch notwendig ist. Leider geht sich das wahrscheinlich nicht aus bis ganz nach hinten, bis zu diesem Spitz, aber das ist wahrscheinlich auch ein schöner Bohrer. Ja, also zumindest hier, mit dem kann man wirklich schön bohren. Selbst hergestellt. Ich weiß, dass er ja auch Pfeilspitzen herstellt. Und die sind, also ich weiß das jetzt nicht vom Cree, aber ich habe ein Video gesehen, ich weiß nicht mehr von wem und wann, ist schon urlang her, die haben Obsidian, ist bei Vulkanen zu finden. Ne? Das heißt, das ist erkaltetes irgendwie Lava, Vulkangestein. Keine Ahnung, bin kein Geologe. Die Teile sind natürlich extrem scharf. Viel schärfer eigentlich als ein Skalpell. Oder besser strukturiert, sagen wir das vielleicht so. Und die haben auf, weiß nicht, waren das Österreicher oder waren das Deutsche? Auf jeden Fall, die haben auf mit prähistorischen Bögen auf so Rippen geschossen, auf so, also auf tote Schweinsrippen natürlich. Ja, also wie gesagt, nicht echtes Jagen. Und was die für eine Zerstörung mit sich bringen, auch diese Teile, die halt nicht aus Stahl sind, ist enorm. Bei diesen Messern ist es halt so, dass man anders arbeiten muss. Ja, dass man definitiv anders arbeiten muss. Dass man eher eine Sägbewegung hat, also nicht dieses Schneiden. Ich meine, da jetzt bei dieser Rinde geht das jetzt auch immer, das kann man natürlich auch machen, aber die Rinde, das ist was anderes. Aber du sägst eher und schabst. Ja? Das so typische Rausschneiden geht da jetzt auch, aber im Vergleich zu einem modernen Messer kann es einfach nicht mithalten. Ist aber auch klar, nur ich brauche hier eine Werkstatt, ich brauche Industrie. Ich brauche Bergbau, die dazugehörigen Erze zur Verfügung stellen, die müssen aufbereitet werden, es muss gehärtet werden, muss geschnitten werden. All diese Materialien sind natürlich alles hochkomplex, und wenn du darüber nachdenkst, das da ist ein Stein. Ich meine, okay, du brauchst den richtigen Stein, du musst Obsidian zum Beispiel haben oder Feuerstein oder wie heißt der Hornstein, ich glaube, das ist dieser rote Jaspis, den es auch in der Nähe von Wien gibt. Da gibt es ein steinzeitliches Bergwerk, und haben wir auch geholt. Und ich habe auch mal bei so einem Schnupperseminar mitgemacht beim Flintknapping, aber mich fixt das nicht an. Ich bin nicht so der Macher von den Dingen, sondern ich benutze sie halt gerne. Und ich habe mir aber angeschaut, ich habe auch viele Bücher und habe auch das ganze Zeug da, mit dem man das machen kann. Das ist auch hochkomplex. Und ich stelle mir so die Frage, wie sind die Leute früher, die haben das ganze Wissen und diese Erfahrung ja nicht gehabt. Wie sind die draufgekommen, wie sie mit dieser Technik diese Teile herstellen können, die dann ihr Leben erleichtern, die ihr Leben erleichtern und natürlich, und das darf man nicht vergessen, damals schon einen Wettbewerbsvorteil für menschliche Tiere gegeben hat. Ist einfach so, ne? Weil wenn du solche Werkzeuge hast, oder andersrum, ne? Nehmen wir jetzt her, ich glaube Spyderco war's, die haben ein wunderschönes Werbeplakat mal gehabt, und zwar God's Creatures, ja, ist egal, ja, hat Krallen, irgendeine zähnescharfe Krallen, irgendwie ein Hawk zum Beispiel, ja, also ein Falke, ja. Was wir alles in Messer jetzt übrigens alles abdecken, aber ist gar nicht der Punkt. Und dann ein Spyderco-Messer, ja, ich glaube, weil es ihre Werbung war. Und das ist sozusagen das Werkzeug des Menschen, und denkt darüber nach.
jedes Lebewesen hat so sein Messer mit dabei. Und das hat irgendwie was, das hat irgendwie was. Und dadurch haben wir einen Wettbewerbsvorteil gehabt. Einerseits, was die Jagdwaffen betrifft und natürlich auch die Aufbereitung. Weil dann braucht er das Fleisch nicht mehr rausfressen, sozusagen. Dann kann das rausschneiden. Übrigens, das mit dem Fleischschneiden, das geht mit dem relativ gut. Auch mit dieser Schnittbewegung. Das ist eher so ein Ziehen. Ich habe das erste Mal gemacht bei meinem Wildniswochenende bei der Überlebensschule Tirol, beim Thomas Batz Leiner, leider schon verstorben. Und da haben wir das gemacht, wir haben Rindfleisch rausgeschnitten, ja, mit den Teilen, da durften wir selber nicht, wir durften nur zuschauen, eher aus Obsidian hat er so eine kleine Klinge mitgemacht, große Plane aufgelegt, alle Abstand gehalten mit allem drum und dran und hat das rausgebrochen und er meinte auch, weil durch dieses Brechen ganz kleine Glassplitter, also Obsidian-Splitter rausfallen, die man sich dann barfuß eintreten kann, muss man da wirklich aufpassen und er meint auch, und sagen viele andere auch, du brauchst einfach eine eigene Werkstatt bzw. einen Platz, wo du das sicher machen kannst. Auf jeden Fall großartig. Das geht wirklich gut. Und wenn du dir jetzt, und wir haben dann, vielleicht jetzt wieder philosophisch, wir haben dann am Lagerfeuer, das war so ein schöner Teich dort, oder ein schöner Teich ist dort an diesem Platz. Ich glaube, dass ich nicht mehr hinfinden würde, aber egal. Und ist schon irre lang her, wirklich irre lang. Puh, 20 Jahre, ja. Und mein ältester Sohn ist jetzt schon 15, also ja, sowas in dem Bereich, ja. Wahnsinn. Auf jeden Fall ein Teich rundherum. Da haben wir direkt am Teich dieses Lagerfeuer gehabt, da Plane drüber gespannt. Und wir haben dann mit unseren klassischen Messern so ein Gitter gemacht. Über das Feuer drüber und diese mit. Einige haben mit einem richtigen Messer geschnitten natürlich, aber die meisten haben mit einem richtigen Messer geschnitten, aber es haben auch einige eben ausprobiert, unter anderem auch ich, wie das mit diesen Teilen hier geht. Und haben das dann nachher getrocknet. Mäßigen Erfolg, aber trotz alledem, wenn du so drüber nachdenkst, wie sind die Leute früher, die unsere Vorfahren, auf diese Idee gekommen? Es ist Wahnsinn, denn sie hatten dann natürlich den Vorteil, aus dem erjagten oder gefundenen oder erschlagenen Tier Fleischstücke rauszuschneiden und die dann besser verkochen zu können, besser aufbereiten zu können, haltbar machen zu können. Getrocknetes Fleisch, und das ist nämlich da jetzt genau der Punkt, ne? Deswegen erzähle ich das, getrocknetes Fleisch bietet dir die Möglichkeit, einen gewissen Vorrat anzulegen, der in den Schwankungen, die es in der Natur natürlich gibt, bei der Survival-Notnahrung, habe ich einen eigenen Kurs, eine eigene Ausbildung dazu und habe auch eigene Videos jetzt dazu gemacht, oben bei mir klicken, wenn dich das interessiert, dass es halt sehr schwankt, welche Nahrungsmittel du direkt aus der Natur zur Verfügung hast. Und dadurch kannst du das Tal, ja, diese Hungerzeiten, diese Hungermonde besser überbrücken. Und daher, ich habe schon immer so ein Messerknall gehabt, schon seit Kindheit, ja. Und mein Vater hat das auch nicht besser gemacht, weil der hatte auch ganz viele Messer. Das einfach schwierig dann für mich war, da zu widerstehen. Und ich durfte sie auch benutzen. Und das war ja das Schöne. Wie weit es eigentlich zurückgegangen ist. Und jetzt habe ich mir, das werde ich auch noch vorstellen, von Victorinox diese Repro-Version gekauft. Werde ich auch einmal vorstellen. Da gab es nur 20.000 Stück oder sowas und großen Teilen schon ausverkauft, aber egal. Das werde ich auch noch vorstellen. Und bei denen ist es halt so, die sind halt auch mit modernen Messern nicht vergleichbar. Aber wenn ich das vergleiche mit diesem Scheißerl hier, ja, schon ein Wahnsinn. Und du musst bedenken, das Leder, ich gehe davon aus, dass der Krieg, also entweder das gekauft, aber ich weiß, dass er Leder gerben kann. Also ein Tier erlegen oder ein totes Tier finden und dann wieder verwerten. Dann wird die Haut, also das Fell, wird dann gegerbt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die hatten natürlich auch früher keine Chemikalien. Wie sind die da drauf gekommen auf das Feuerbohren, dass man durch die Reibung von zwei Hölzern, ja, Feuer erzeugen kann, also Glut erzeugen kann, die dann wiederum in ein trockenes Material, hinter mir sicher irgendwo sind sicher abgestorbene
irgendwo abgestorbene Gräser, vielleicht weiter unten oder vielleicht ein bisschen in den Wald hinein. Oder wenn man da nach oben schaut, da oben sind einige Lianen, ja, also diese Waldrebe, die ist auch abgestorben. Also da könnte man die äußere Hülle runternehmen, zerreiben, dann die Glut rein und anblasen. Also das geht schon. Aber das, ich weiß das, weil ich das weiß und weil ich das selber gemacht habe und weil es mir jemand gezeigt hat und weil mir das Grundprinzip klar ist. Aber ich stelle mir so vor, du sitzt da draußen und wie kommst du da drauf? Wie viele Generationen hat das gebraucht, bis dann solche Teile draus geworden sind? Faustkeile. Wie lang hat das gedauert? Wie sind die da drauf gekommen? Das ist eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern es ist definitiv ein Wunder. Und daher, wenn wir uns immer so über, also ich ja nicht so, weil ich mich eh nicht auskenne, was mich nicht interessieren tut, aber über Stahl und über, ja, das da ist der Ursprung von diesen Teilen. Und vielleicht macht es einmal auch Spaß, beim Bushcraften zum Beispiel, wenn dich das anfixt, einmal wirklich nur mit Steinwerkzeugen zu arbeiten. Bei meinen Trainings, die ich ja jetzt momentan ausgesetzt habe, mache ich momentan viel, viel weniger als früher. Aber wird sich wieder ändern, aber alles zu seiner Zeit. Da gibt es das Expert-Training und da ist eine Aufgabe, ein Feuerbohrset herzustellen, nur mit Steinwerkzeug. Also Gruppenarbeit, weil sonst wird es einfach zu kacke. Und also das Fällen, alles herrichten und das war, das ist immer wieder so eine ganz arge Erfahrung für die Teilnehmer, weil es so lang dauert. Wenn ich mein Messer dabei habe, oder ich meine, wenn ich meinen Feuerstahl mit dabei habe, billige Eigenwerbung, gibt es natürlich die Universalfeuerstahlhalterung für die meisten Kettengeschäften auf dieser Welt, aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, oder doch. Aber mit dem Messer zack, zack herrichten und wenn ich weiß, wie es geht, dann funktioniert es, wenn ich geübt habe und wenn die Bedingungen passen, und okay, ja. Aber jetzt hast du kein Werkzeug, du darfst nicht dein geliebtes Messer benutzen, sondern musst einmal rausgehen und da einen Stein suchen, an dem du dann zum Beispiel die Spindel, die du abbrichst, anschleifst, dass du die mal rund hinschleifst. Dann nimmst du den Stein und schlagst in ein Holz, das du auch abgeschabt, da hast du auch geschabt. Also, was sind so die Arbeiten damit? Ne? Schaben, sägen, schlagen, bohren. Das ist das, was ich damit tun kann. So einen wirklich glatten Schnitt, so wie man den Power Cut. Oh, das macht das mit dem. Also vielleicht kann das jemand, ich kann das nicht. Aber das ist einfach nicht ein ganz anderes Arbeiten. Und das ist so cool. Und auch die Rückmeldungen, die Leute dann geben, die sind einfach so genial. Das ist es ja. Und wie lange das dauert und was das für Anstrengung bedeutet. Und wenn es dann eine Gruppe, und es schafft natürlich nicht alle, das ist klar, aber wenn es dann eine Gruppe schafft, da kann ich mich noch erinnern, beim letzten Expert-Training, was wir gemacht haben, da war die Gruppe, da war der Wolfgang dabei, unser Feuergott, wir nennen den Wolfgang den Feuergott, und die Gruppe hat das geschafft. Und er hat auch gesagt, das ist so arg einfach. Normalerweise hat er auch immer Messer umhängen, zack, zack, hermachen, Händrill, Beifuß, okay, momentan ist ein bisschen Beifuß, ist ein bisschen Akas, weil die frisch sind und die alten Ausgetrockneten vom letzten Jahr sind schon morsch. Also momentan geht das jetzt nicht, aber in ein paar Monaten oder ein paar Monaten Ende August kannst du dann schon mit dem Beifuß hernehmen, ernten, zack, an der richtigen Stelle und Händdrill. Bodrill, Werkzeug herrichten ohne Messer ist einfach ein Wahnsinn. Wenn ich Ihnen natürlich solche Teile hier mitgegeben hätte, wäre es schon einmal ein bisschen einfacher gewesen. Also nur so zwischen, ich habe nichts und muss einfach alles improvisieren und diesen Messer hier, diesen modernen Messer und dann diese Kleinigkeit hier dazu, das wird schon alles vereinfachen. Aber werde ich natürlich nicht tun oder vielleicht doch, vielleicht, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall freut mich dieses Geschenk sehr, 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 sehr. Und hat halt wieder so ein bisschen ein Flashback in meine Vergangenheit und in das Ganze, wie ich halt so drüber denke, gemacht. Und wenn du jetzt noch immer diesem Video zuschaust, mag ich mich mal herzlich bedanken, dass du es ausgehalten hast so lang. Und mag dich um einen Kommentar bitten, was du von solchen steinzeitlichen Methoden hältst. Also, dass das keine Survival-Technik ist, meiner Meinung nach. Nämlich eine Notfall-Survival-Technik, ich gebe beim Wandern und jetzt
kommt schlechtes Wetter, werde ich nicht meine Steinzeitausrüstung auspacken oder meinen Atlatl und einen Rothirsch mich anbirschen und den Arsch schießen und dann aufbrechen mit dem hier und mich da reinlegen, so wie auf Bear Grylls. Das ist ja Blödsinn. Sondern das ist eher eine Lebensweise und das ist eine Einstellung, wie ich mit mir und mit der Verbindung zur Natur und dem Leben und dem Gesamtsystem umgehe. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das Fass mache ich jetzt nicht auf. Da mag ich dir um deinen Kommentar bitten, Daumen nach oben und sowieso. Und ich gebe dir übrigens auch den Link zum Cree, der produziert das hier, diese schönen Sachen hier. Ja, der macht natürlich auch billige Eigenwerbung jetzt über mich. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich da jetzt billige Eigenwerbung mache mit T-Shirt und so weiter. Aber wurscht jetzt. Natürlich auch zu mir, das ist eh ganz klar, mache ich auch billige Eigenwerbung. Und ich würde sagen, jetzt trinke ich meinen Tee, den ich mir hergekriegt habe. Und denk noch ein bisschen über das Leben nach und über Obsidian und über Feuerstahl und über alles. Dein René Rossmann. Danke und ciao, ciao.